Am Morgen war es noch ruhig auf dem Stand in Halle 4a auf der Intermodellbau. Mittags konnte dann gefeiert werden. Ein Dankeschön vom Fachhandelsmagazin Markt Intern für den Gesamtsieg im Leistungsspiegel 2017, den Chefredakteur Oliver Knoll persönlich an Herpa-Geschäftsführer Thorsten Koss übergab. Beim Leistungsspiegel ist der Markt Intern Verlag gefragt, weil wir als einziges anzeigenfreies und unabhängiges Medium diesen Leistungsvergleich realisieren können. Wir schreiben ungefähr 3.000 bis 4.000 Händler an, Deutschland, Österreich, Schweiz. Die geben ihre Noten zu allen Kaufmannsdisziplinen, auch zur Produkt- und Fachhandelspartnerschaft, wo beispielsweise Herpa gewonnen hat. Und dann wird ein Gesamtsieger hochgerechnet. Glaubt man der Umfrage unter den Händlern, dann ist Herpa ganz vorne in den Bereichen Abverkaufsunterstützung, Events, Vertriebsstrategie, Außendienstbetreuung, Produktpartnerschaft, aber auch Konditionen, Erträgen, Innovationen und Trends. Und das nicht zum ersten Mal. Im Leistungsspiegel hat Herpa schon mehrere Male gewonnen. In dem Bereich Modellautos hat das noch keine andere Marke geschafft. Aber es gibt andere Bereiche, Spiele zum Beispiel, wo andere Marken auch schon 3, 4 oder 5 Mal gewonnen haben. Aber da sprechen wir von den letzten 20 Jahren und ist natürlich auch eine entsprechende Leistung. In dieser Branche, in der jede Neuheit alles davor Dagewesene in den Schatten stellen soll und in der wohl die persönliche Betreuung zu den Kunden selbst so stark sein muss wie in keiner anderen, ist der Mehrfachsieg natürlich eine ganz besondere Auszeichnung. Zuallererst wissen wir natürlich, dass für unseren Sammler die Fachhandelsbetreuung vor Ort eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Deswegen ist für uns die Partnerschaft mit dem Fachhandel ein ganz wichtiges, herausragendes Merkmal. In dieser Zusammenarbeit mit dem Fachhandel betreuen wir den Fachhandel direkt mit dem Außendienst vor Ort. Und gleichzeitig hat der Fachhandel individuelle Ansprechpartner bei uns in der Verwaltung. Darüber hinaus gibt es individualisierte Verkaufsförderungspakete. Wir machen eine Umbautour mit vielen beteiligten Fachhändlern und auch dem Endverbraucher. Und so schaffen wir die Verbindung zwischen dem Endverbraucher und dem Fachhandel. Und dann ist der Fachhandel für uns natürlich auch ganz wichtig als Feedback-Medium zum Markt hinsichtlich, was gewünscht wird. Nach der Verleihung ist vor der nächsten Umfrage. Auch weiterhin wird Herpa natürlich versuchen, für den Fachhändler der Partner Nummer 1 zu sein.